Sieh an, sieh an. Es hat sich herausgestellt, dass Mikey und ich für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben, verurteilt und in eine Gefängniszelle gesperrt worden sind. Warum? Zu allem Überfluss sind wir beide in genau 100 Tagen zur Hinrichtung verurteilt worden. JJ, das ist nicht fair. Wir müssen ausbrechen. Da hast du recht, Mikey. Aber unsere Gefängnisarbeit beginnt bald und das müssen wir zuerst tun. Nur 100 Tage? Ja, genau. Für heute ist unsere Aufgabe, 100 Steinäxte herzustellen und sie in die Kiste dort drüben zu legen. Oh, ich auch? Also gut, versuchen wir es damit. Ich habe einen Haufen gemacht. Wow. Es ist wirklich mühsam, all diese Dinge herzustellen. 100 Äxte, richtig? Jupp. Versuchen wir unser Bestes. Ja. Also gut, es ist Mittagspause. Lass uns essen. Yummy, yummy. Es ist so lecker. Oh, mir ist gerade eingefallen, dass es ja erst der erste Tag ist. Zeit für Training. Oh, cool. Lass uns das machen. Ich werde joggen gehen. Ich bin so gesund. Training ist wichtig. Ah, heute war es hart. Ich bin kaputt. Ja, nun, es ist bereits Zeit fürs Bett. Lass uns schlafen. 100 Tage hier drin sind wie nichts. Wie werden wir hier rauskommen, JJ? Nun, Mikey, wir haben noch 99 Tage Zeit. Wir können diese Zeit nutzen, um uns einen Fluchtplan auszudenken, um hier rauszukommen. Ja, so machen wir es. Aber jetzt schlafen wir erstmal. Gute Nacht. Richtig, gute Nacht. Tag 1. Heute haben wir das Leben eines Gefangenen erlebt. Wir haben noch 99 Tage vor uns, also genug Zeit, um uns einen Fluchtplan auszudenken und hier auszubrechen. Der Tag hat gerade erst begonnen, aber ich glaube, ich weiß, wie ich hier rauskomme. Hä? Was ist das? Heute werden wir weitere Steinäxte herstellen. Ja, das ist richtig. Aber was ist, wenn wir auch eine Steinspitzhacke hineinschmuggeln? Hm? Okay, und dann? Was können wir mit einer einzigen Steinspitzhacke machen? Nun, zunächst einmal können wir damit die Eisengitter an den Fenstern aufbrechen und uns selbst befreien. Gute Idee! Lass es uns gleich tun! Ich will aber nicht arbeiten. Lass uns ein bisschen warten. Okay, Mikey, es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zwangsarbeit. Zuerst lege ich die Stöcke hin. Jetzt kommt die Steinaxt. Ich mache schnell noch eine Steinaxt. Jetzt ist es an der Zeit, heimlich eine Steinspitzhacke einzuschmuggeln. In Ordnung, Mikey. Arbeite einfach weiter wie bisher, bis wir wieder in unserer Zelle sind. Ich habe auch eine Spitzhacke gemacht. Sehr schön. Hey, Mikey. Ja? Sieh mal, niemand beobachtet uns. Du hast recht. Lass uns diese Mauer durchbrechen und ausbrechen. Komm schon! Beeil dich! Schau, es funktioniert! Wir sind frei! Das ist unglaublich! Wir brechen durch. Ich bin so erleichtert. Das ist ein Gefängnisausbruch. Fast. Alles läuft großartig. Wir kommen endlich raus. 100 Tage. Komm schon. Wir werden... Oh nein! Das ist schlecht. Nicht hier lang, JJ. Lass uns woanders graben. Ich kann es nicht glauben. Ein bisschen zur Seite. Beeil dich. Weg da. Wir müssen schnell sein. Gibt es eine Lichtung? Nein! Was zum... Was ist denn das? Eine Wand aus Lava? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Das ist schrecklich. Hä? Geht die Lava einfach immer weiter? Es ist ein Meer aus Lava. Wir können niemals fliehen. Auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass das Durchbrechen der Mauer funktionieren wird. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Los geht's. Lauf weg. Zweiter Tag. Wir haben heimlich zwei Steinspitzhacken hergestellt. Aber als wir versuchten, die äußere Wand zu durchbrechen, entdeckten wir dahinter ein Meer aus Lava. Unsere Flucht ist gescheitert. Hä? Hä? JJ, siehst du das? Ist das der Weg, um hier rauszukommen? Oh, das muss der Ausgang sein. Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich das Haupttor ist. Das sind aber eine Menge Infrarotlaser. Können wir da durchkommen? Ich habe eine Idee. Wir werden dieses Tor zur Flucht benutzen. Wirklich? Ja. Dritter Tag. Das Tor ist mit Lasern bedeckt. Aber Mikey sagt, er weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Tunnel unter den Lasern, richtig? Genau. Es gibt also keine Laser da unten? Nein. Wow. Ich weiß. Hm? Warte mal kurz. Was ist? Mikey, das ist alles Bedrock. Aui! Autsch! Pass auf! Ist das heiß? Oh Mann! Sei vorsichtig. Autsch! Bedrock ist unzerstörbar. Wir können nicht tiefer gehen als hier. Hier hört das Graben auf. Ernsthaft? Und in 100 Tagen gibt es kein Entkommen? Wir können uns nicht ausgraben? Wenn wir nur einen Block größer wären, dann könnten wir hier raus. Au, das tut weh. Wir könnten einen Weg finden, wie wir schrumpfen und unter den Laser passen. Aber das ist nur Wunschdenken. Lass uns für heute aufhören zu fliehen. Es ist so ein kleines Loch. Wenn wir nur durch diesen winzigen Raum passen würden. Naja, vierter Tag.
Wir versuchten uns einen Weg nach draußen zu graben, aber dank des Bedrocks konnten wir nur ein flaches Loch graben. Wenn wir uns verkleinern würden, könnten wir durch den Spalt entkommen. Heute schürfen wir wieder nach Kohle, JJ. Wenn man mal darüber nachdenkt, war die Herstellung von Steinäxten eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist kein Scherz. Kohleabbau. Gibt es da oben noch mehr Kohle? Ich habe ein gutes Gefühl, dass es so ist. Vielleicht nicht, aber... Oh, das war knapp! Wow, bist du okay? Obsidian taucht normalerweise in der Nähe von Lava auf. Sei bitte vorsichtig. Ich war einen Schritt davon entfernt, meine zusätzlichen 95 Tage zu vergeuden. Also gut, lass uns weiter nach Kohle graben. Fünfter Tag. Während wir nach Kohle schürften, fiel Mikey fast in einen Lavapool. Das war knapp. Wir sind wieder beim Abbau von Kohle. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, das stimmt. Glaubst du, dass wir... Was hat das zu bedeuten? Ich habe etwas gefunden. Was? Sieh dir das an. Wow. Das ist Feuerstein. Wie ein Feuerstarter? Halt dich fest. Diesmal bin ich derjenige, der eine gute Idee hat. Also hör gut zu. Hä? Ich bin ganz Ohr. Wir müssen mit der Suche nach Diamanten beginnen. Aber so tun, als ob wir nach Kohle suchen würden. Ich verstehe. Aber Diamanten sind ziemlich selten, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen. Es wird einige Zeit dauern, sie zu finden. Aber wir brauchen nur drei. Ich hab's. Los geht's. 12. Tag. Wir haben beim Kohleabbau einen Feuerstarter gefunden. Das könnte der Schlüssel zu unserer Flucht sein. Mikey, ich habe welche gefunden. Großartig. Es ist an der Zeit. Oh, wow. Unglaublich. Ich meine, es hat eine ganze Weile gedauert. Lass sie uns ausgraben. Bau alles ab. Das sind so viele. Es sind 4 Stück. Das ist mehr als genug für das, was wir brauchen. Tag 25. Wir haben endlich 4 Diamanten gefunden. Gut so. Es ist an der Zeit, mit der Arbeit an den Steinäxten von heute zu beginnen. Das ist es, was wir tun. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch ein kleines Extra craften. Mach es! Schnell! Nun jetzt? Es ist soweit. Da! Tada! Schön! Eine Diamantenspitzhacke. Wir müssen nur abwarten, wann wir der Kohlemine zugeteilt werden. Na gut. Tag 27. Ich habe heimlich eine Diamantenspitzhacke gemacht. Endlich können wir wieder in der Mine arbeiten. Es hat so lange gedauert. Ja, heute ist der Tag, an dem wir nach Kohle schürfen. Ich wurde langsam unruhig. So. Während wir so tun, als würden wir unsere Arbeit machen, werde ich mit dieser Spitzhacke heimlich 10 Blöcke Obsidian ausgraben. Mikey, du tust so, als würdest du nach Kohle graben. Ja, schon dabei. Ja. Wir haben das hier. Okay, das ist ein Block mehr. Schön. Ich muss noch den Rest besorgen. Richtig. Es ist jetzt Nacht, Mikey. Wir haben alles, was wir zur Flucht brauchen, genau hier. Das ist großartig. 10 Blöcke aus Obsidian und etwas Feuerstein. Aber... was soll man mit all dem machen? Halte einfach Ausschau, damit ich nicht bemerkt werde. Okay. Einfach so. Alles klar, da ist es. Das Portal zum Nether. Damit können wir ein Portal bauen und in eine andere Dimension fliehen, Mike. Wir werden diese Welt hinter uns lassen. Jupp. So entkommen wir? Ja. Wird es dort für uns sicherer sein? Ja. Das bedeutet, dass wir bei unserer Hinrichtung nicht hier sein müssen? Wir sind frei! Das ist die Idee. Ich werde sie jetzt anzünden. Öffne den Weg in eine andere Welt. Los geht's! Wir brechen aus! Wir werden frei sein. Auf Wiedersehen, Gefängnis! Was für ein Erfolg! Ja! Was? Es ist eine andere Welt. Was sind das für welche? Dämonen? Dämonen? Sie greifen uns nicht an. Werden sie uns verfolgen, wenn wir uns umdrehen? Versuch es mal, Mikey. Na gut, schau. JJ, jetzt geht's los! Warte, Mikey. Schau weg. Fertig? Au! Ich glaube, es ist dir hierher gefolgt. Lass uns zurückgehen. Lauf weg. Ich hau hier ab. Komm schon, Mikey. Wenn wir sie aus den Augen lassen, stürmen sie auf uns zu und greifen uns an. Siehst du? Wahnsinn! Lass uns zurückgehen. Warte, was? Uah! Die Gefängniswärter haben uns gefangen genommen. 33. Tag. Wir haben versucht, durch ein Portal in eine andere Welt zu fliehen. Aber leider haben uns die Wachen erwischt. Ich glaube, sie haben vor, uns zur Strafe woanders hinzuschicken. Oh nein. Wir sind zu einem ganzen Monat in der Strafzelle verurteilt worden. Einen ganzen Monat? Wir hatten noch 100 Tage bis zu unserer Hinrichtung. Wir können Folgendes tun. Wir müssen einige Zeit hier drinnen verbringen und überlegen, wie wir entkommen können. Wir brauchen jetzt einen wirklich guten Plan. Außerdem haben wir wenigstens ein paar Bücher. Das ist wahr. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Tag 34. Wir haben es geschafft, dass wir einen ganzen Monat lang in der Strafzelle sitzen. Wir haben den ganzen Monat damit verbracht,
unser Bestes zu geben und uns einen neuen Fluchtplan auszudenken. Mikey, ich hab's. Was? Mit diesen Büchern können wir fliehen. Im Ernst? Jawohl, es gibt nur noch ein paar Materialien, die wir zuerst sammeln müssen. Außerdem müssen wir noch ein paar Wochen überstehen, bis wir hier raus sind. Oh ja. Halt durch. Wir können das schaffen. 48. Tag. Während wir in der Strafzelle eingesperrt waren, haben wir Bücher gelesen. Vielleicht haben wir einige nützliche Informationen gefunden, die uns bei der Flucht helfen werden. Wir müssen nur noch 2 Wochen warten, dann kommen wir endlich heraus. Wir sind mit unserer Strafe fertig. Wahnsinn! Alles klar, JJ. Was müssen wir einsammeln? Wir werden noch fliehen, richtig? Wir haben kaum noch Zeit. Das Wichtigste zuerst. Ein Braustand. Hoffentlich finden wir einen, der irgendwo im Gefängnis versteckt ist. Hast du vor, einen Zaubertrank herzustellen? Jawohl, du hast mich richtig verstanden. Ich glaube, es gibt einen speziellen Zaubertrank, mit dem wir hier entkommen können. Oh, okay. Suchen wir uns einen Brauchstand. 65. Tag. Wir sind endlich aus der Strafzelle entlassen worden. Wenn wir fliehen wollen, müssen wir einen Brauchstand finden. Es ist jetzt Mittagszeit. Hä? Oh, hey, hier drüben. Ich glaube, ich habe einen Brauchstand gefunden. Oh, ich sehe es. Es ist ein Brauchstand. Ja, ich wusste es. Sehr schön. Packen wir es an. Bin dabei. Ein Brauchstand. Klasse. Das war's? Wir sind fertig? Nein, es gibt noch einiges zu tun. Um die Tränke herzustellen, müssen wir eine geheime Zutat sammeln. Löwenzahn. Löwenzahn? Wirklich? Jawohl. Wo kann man den finden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Gefängnis einen VIP-Raum gibt. Ich erinnere mich, irgendwo in der Nähe ein Blumenbeet gesehen zu haben. Wir können es ja mal versuchen. Ja, sicher. Wir werden uns freiwillig melden, um den VIP-Raum aufzuräumen. Tag 70. Wir haben einen Braustand gefunden. Aber um unsere Tränke herzustellen, müssen wir noch Löwenzahn finden. Los geht's. Ich will dir was zeigen. Was? Komm hierher, in meinem Spind, siehst du? Das ist der Ort, an dem du alles hinpackst. Das ist nicht nur ein Braustand. Schau in die Truhe. Wahnsinn, cool, ein Haufen Eisen. Ja, das ist das Ergebnis unserer Heimlichtuerei in der Kohlemine. Hier gibt es so viel. Schön. Ja, genau, wir können damit eine Rüstung für unsere Flucht herstellen. Wenn es gewalttätig wird, können wir uns immer noch rüsten. Ich habe auch Holz. Wow, Mikey, du hast es behalten? Du schlauer Hund. Na gut, dann lass uns eine Rüstung herstellen und sie für später aufheben. Das wird sich als nützlich erweisen. Auf jeden Fall, ja. Da ist 1. 2. Da! Lass uns alles in dieser Truhe verstauen. Schön. Wir sind so gut vorbereitet. 76. Tag. Wir haben das Eisen, das wir aus der Kohlemine geschmuggelt haben, für die Herstellung von Rüstung verbraucht. Endlich wurden wir beauftragt, den VIP-Raum aufzuräumen. Toll, wir haben Glück. Der VIP-Raum muss irgendwo hier sein. Dieser Ort ist der Hammer. Das ist der VIP-Raum für das Gefängnis? Das ist cooler, als ich dachte. Beeindruckend. Wir müssen uns beeilen. Ja, sicher. Wow, sieh dir das an. Wow. Das ist der VIP-Raum? Er ist mit Blumen bedeckt. Wir müssen 100 Löwenzähne sammeln. Aber wir dürfen uns nicht verdächtig verhalten, sonst schöpfen die Wachen Verdacht. Nimm einfach 10 pro Tag. Das ist für die Tränke, richtig? Richtig. Lass uns ein paar Blumen pflücken. Oh, ein Löwenzahn. Wie schön. Wir werden an unserem 100. Tag hingerichtet. Also müssen wir diese Blumen schnell zurück ins Zimmer bringen. Aber wir können nur 10 auf einmal nehmen. Auf geht's. Der 80. Tag. Wir haben endlich das VIP-Zimmer zugewiesen bekommen. Unser Plan ist es, jeden Tag 10 Löwenzahn zu sammeln. Alles klar, Mikey. Endlich haben wir 100 Löwenzahn. Lass uns ein paar Tränke brauen. Endlich. Aber wir haben immer noch ein Problem. Es wird sehr lange dauern, bis die Tränke gebraut sind. Wie? Heute ist Tag 89. Sie werden vielleicht nicht rechtzeitig für den 100. Tag fertig sein. Was passiert, wenn es nicht rechtzeitig fertig wird? Wenn es nicht fertig wird, werden wir hingerichtet. Wir müssen uns beeilen, JJ! Ich fange besser an zu brauen. Ich werde alle 100 Löwenzähne untermischen. 89. Tag. Wir haben endlich 100 Löwenzahn. Aber es wird eine Weile dauern, sie alle zu verarbeiten. Wir müssen diese Tränke wirklich rechtzeitig fertigstellen. Wie sieht's aus? Alles erledigt? Nein, noch nicht. Die Tränke werden vielleicht nicht rechtzeitig fertig. Los, Tränke. Warte einfach. Brauch schneller, bitte. Tag 97. Die Tränke sind immer noch nicht fertig. Werden sie pünktlich fertig? Hm? Die Hinrichtung ist morgen früh? Was soll das? Mikey? Die Hinrichtung ist um 9 Uhr morgens. Das geht nicht. Was machen wir jetzt? Haben wir keine Zeit mehr? Sie brauen immer noch. Bitte seid pünktlich fertig. 99. Tag. Nur noch ein Tag. Morgen um 9 Uhr werden wir hingerichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tränke rechtzeitig fertig werden. Der Tag unserer Hinrichtung ist endlich gekommen. Tag 100? Oh. Wie sieht es mit den Tränken aus? Und?
Sie sind fertig, sie sind fertig. Guck dir das an. Wirklich? Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Oh, wow. Es ist fast 9, also kommen bald die Wachen. Schnell, lass uns diese Tränke trinken. Ja. 3, 2, 1. Hm? Oh. Ich trinke meinen. Nice. Sieh mal, Mikey. Hä? Wir sind jetzt so klein. Was ist passiert? Oh, du hast recht. Wahnsinn, wir sind winzig. Nun, Mikey, sollen wir uns erst einmal unter den Tisch verstecken? Ich glaube nicht, dass sie uns hier unten bemerken werden. Ja, verstecken wir uns. Verstecken wir uns vor den Wachen. Ah, die Wache ist da. Pass auf. Warte, er wird uns sehen. Es ist alles in Ordnung. Sei einfach still und bleib hier. Wirklich? Glaubst du das? Wow. Hat er uns bemerkt? Ist es sicher? JJ? Siehst du? Er ist weg. Im Ernst? Er hat uns nie bemerkt. Juhu! Mikey, das ist die Sirene für den Gefängnisausbruch. Das ist übel. Los, komm! Oh nein! Wir müssen die Rüstung sofort anziehen. Hier. Danke. Wir schaffen das. Beeilen wir uns! Zeit auszubrechen. Los, los, los! Wir sind jetzt klein genug, um durch diese enge Öffnung zu passen. Oh. Oh. Wow, wow. Ich glaube, wir können ausbrechen. Ja. Komm schon. Gefängnisausbruch! Wir sind da. Das ist der Ort. Das ist der Ort mit den ganzen Lasern. Da kommen wir nicht durch. Das ist alles Bedrock darunter. Das ist in Ordnung, Mikey. Dieses Mal ist alles anders. Wie? Hier durchwühlen. Es ist Bedrock. Was ist der Plan? Mach dir keine Sorgen, Mikey. Wir sind jetzt klein genug, um hier drunter zu passen. Schau. Warte, was meinst du? Letztes Mal waren wir zu groß, aber jetzt können wir darunter durchgehen. Oh. Wow. Wahnsinn, wir sind draußen. Wir sind jetzt frei. Wir müssen trotzdem fliehen, Mikey. Ich komme. Verschwinde, bevor die Wachen kommen. Genau, beeilen wir uns. Das bedeutet, dass wir erfolgreich aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Wow, wir sind unserer eigenen Hinrichtung entkommen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Vielen Dank. Lass uns abhauen. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.